Als wir heute hier eingetroffen sind, hat sich das Bild so dargestellt, dass über ungefähr 200 Meter entfernt haben wir zwei Einsatzstellen vorgefunden. Bei der hinteren Einsatzstelle waren in Größenordnung drei Fahrzeuge beteiligt und an der vorderen Einsatzstelle war nur ein Fahrzeug beteiligt. Es gab an der hinteren Einsatzstelle mehrere Verletzte, die in dem Bereich mittelschwer anzusehen waren. Und in der vorderen Einsatzstelle gab es einen Schwerverletzten, der eingeklemmt war im Fahrzeug und im Laufe der Einsatzmaßnahmen verstorben ist. Wir haben den gesamte Einsatzstelle in zwei Abschnitte unterteilt. Es wurde ein Abschnitt unterteilt hier für die Einsatzstelle, wo keine Person eingeklemmt war. Und zwei weitere Löschfahrzeuge haben dann die Person befreit in dem anderen Abschnitt. Bei einem der Fahrzeuge ist eine Person, hat das Auto abgeschlossen und ist weggelaufen. Und diese Person sind wir jetzt noch am Suchen. Bei der Suche ist zurzeit im Einsatz ein Hubschrauber der Polizei Hessen und von der Hundestaffel der Berufsfeuerwehr Wiesbaden und die Hundestaffel vom Roten Kreuz im Untertaunus. Und natürlich mehrere Einsatzkräfte der Gemeinde Nierenhausen. Wir werden die Einsatzstelle ausleuchten als eine Maßnahme, damit die Sachverständigen vernünftige Bilder machen können. Und des Weiteren sind wir an der Personensuche beteiligt von der einen Person, von dem einen Fahrzeug, den wir noch suchen.